Was geht, der Philistier und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist Weihnachten, ich habe das Rode Podcaster großmembrandynamische USB-Mikrofon bekommen. Wie man es vielleicht schon an der Audioqualität hört, dass die ein bisschen besser ist. Was heißt ein bisschen, die ist um Welten einfach besser, weil es ein Studiomikrofon ist, zumindest vom Setup her. Und ja, ich habe mir gedacht, zu Weihnachten mache ich euch ein kleines Template. Also der Link ist in der Beschreibung, das könnt ihr euch runterladen, dann bekommt ihr so ein RAR-Pack, also ein ZIP-Pack, das könnt ihr dann packen, da sind dann Schriftarten drin, die solltet ihr installieren, wie ihr die installiert, das solltet ihr eigentlich wissen. Dann nehmt die PSD und eine kleine Preview, wenn ihr das in Photoshop öffnet, sieht es ungefähr so aus. Ja, dort könnt ihr, also da ist euer Name, den könnt ihr dann ändern, also einfach auf den Namen klicken, das Texttool nehmen, den Namen markieren und euren Namen reinschreiben. Das gleiche beim hinteren Text, der da ist. Da könnt ihr einfach den Namen ändern, einfach ergänzen und dann wieder in die Mitte einpassen. Das dürft ihr dann hinhauen. Jo. Ansonsten könnt ihr dann hier noch die Farbe ändern. Wie ihr die ändert, das zeige ich euch jetzt. Ihr geht unten auf zum Beispiel Helligkeit und Kontrast. Dann klickt ihr zurück herunter und dann ist es da. Und dann könnt ihr den Helligkeit und Kontrast wieder löschen oder da lassen. Ist es eigentlich egal. Aber so könnt ihr das Fenster aufrufen, dass es hier zum Color Changen ist. Ja? Gut. Schreibt ihr wieder 0 rein. Mehr gibt es dazu nicht zum Wissen, also alles andere solltet ihr nicht so lassen, das ist recht gut abgepasst. Ansonsten wünsche ich euch nur frohe Weihnachten, ein gutes neues Jahr. Ja, wenn ihr das gedownloadet habt, lasst doch ein Like da, als kleines Dankeschön. Bedanken ist übrigens Ehrensache. Ja, ansonsten tschaußen Leute und bis zum nächsten Mal.